Ein freundliches guten Tag, hallo. Ich grüße euch alle herzlich zur 12. Folge von Europa Universalis 4. Ich habe jetzt hier gerade die Rebellen niedergeschlagen und bereite mich davor, hier wieder ein paar Vasallen zu gewinnen, um dann halt hier weiter vorzudringen. Ob wir weiter mit Nepal verbündet bleiben werden, das ist noch ungewiss. Und dann machen wir einfach mal weiter. Wir sind 20 stärkste, beziehungsweise punktetechnisch stärkste Nation. Aber das muss ja nichts heißen. Wir sind Indien, wir sind eigentlich technologisch weit unterlegen. Naja. So. Wie sieht das eigentlich mit diesem Handelsplatz aus? Wie viel Macht haben wir hier? So ziemlich gar nichts. Ja, der Cheyenne, der hat auch hier... Oh, Bengalen. Na dann. Jedenfalls weiß ich schon mal, diese Bengalen, die sind nicht leicht klein zu kriegen. Bengalisch, Bengalisch. Spionageabwehr. Ne, Spionageoffensive, wenn wir Handel mit Gewürzen haben. Weil wir die Gewürze nicht schon die ganze Zeit hatten. Das verstehe ich gerade nicht. Steht das irgendwo? Wir kontrollieren 20% des weltweiten Gewürzhandels, solange dieser Wert mehr als 20 beträgt. Okay, wir müssen also 20% von irgendwas haben, um darin einen Boni zu bekommen. Das Angebot liegt bei... Oh, das treibt ja den Preis schon wieder nach oben. Ist das jetzt eigentlich des weltweiten Handels oder... Ah, jetzt ist der verreckt. Hier brauchen wir auf jeden Fall wieder einen sehr starken... guten General. Wir können natürlich jetzt auch diesen Zweier nehmen, weil militärisch sind wir ja recht weit vorne. Super, wir kriegen einen abgezogen, weil wir indisch sind. Wir können nicht kämpfen, oder wie? Geil. Oh, ey, wir können 1500 Macht speichern. Warum können wir das? Können wir da auch? Seltsam. Jetzt benötigen wir erstmal 90 Gold. Darauf müssen wir warten und... Jetzt ärgere ich mich, die 25 Gold eben verschenkt zu haben. Da das sowieso nicht so viel gebracht hat. Jetzt können wir ihn aber vasalisieren. Wenn er wieder da ist. Diesen negativen Wert haben wir ja eben gesehen. Können wir halt nicht ausgleichen. Na dann. Egal. Zack. Vasall machen. Ah, ich hoffe, ihr hört den Hund jetzt nicht in der Nachbarschaft. Oh, geht mir das wieder auf den Sack. So. Jetzt haben wir den nächsten Vasallen für uns, der für uns in die Schlacht zieht mit ein paar tausend Mann. Wow. 21 Gold. Ja, was dieser eine Berater ausmachen kann. Ah, der wäre jetzt eigentlich auch gar nicht so verkehrt, aber ich will lieber diese zwei diplomatischen Punkte haben. Entweder der oder der als halt als Zweier oder Dreier, das wäre genial. Aber man kann leider nicht alles haben, so. Warum auch immer die beiden die ganze Zeit rebellieren wollen. Nationalismus. Ihr seid dieselbe Kultur, ihr seid alles. Ich geb's auf in der Sache, so. Der Allianz mit Rivalen. Wer ist denn dein Rivale?
Nepal. Okay. Wenn das das Problem ist, könnte man auch eigentlich beheben. Die Staatsehe können wir auf jeden Fall mal aus. Es kostet Stabilität. Oh, ich hätte die niemals machen dürfen mit Nepal. Oh. Gut, dann breche ich das Bündnis, dann bleibt die Stadt. Ah, nee, das bringt mir auch nichts. Ach, kostet ja nur 810 Punkte. Ah, das ist doch für den Arsch. Ich rutsche immer weiter runter anscheinend gerade. Mein Land gedeiht nicht so gut. Okay, jetzt haben wir wieder zu wenig Gewürzhandel. Gucken wir mal. Das Ding liegt mitten im Land. Okay, hier ist ein Fluss. Na, hier kriegen wir wieder was Gewürze. Wie viel Gewürze produzieren wir? Boah, ich glaube, langsam könnten wir eigentlich wieder expandieren. Wieder reinbekommen. Weg, rein, weg. Sucht euch doch mal was aus. Dann transportieren wir die Truppen jetzt erstmal darüber. Die Bengalen lassen wir natürlich in Ruhe. Da wir halt mit denen gut Freund sind. Die sind Militärtechnologie Stufe 7. Die sind 6. Die sind sogar technologisch überlegen. Militärisch gesehen, lustigerweise. Auch 7. Mein lieber Mandu. Oh, ein potenzieller Verbündeter. Der mir aber nichts bringt. Weil ich lieber die Bengalen auf meiner Seite wissen will. Boah, hier kann ich mir nichts gewähren lassen. Warum? Feindliche Haltung. Ja, pff, dann. Dann halt nicht. Dann leck mich auch am Arsch. Nee, ich kann ja hier durchmarschieren. So, dann bin ich da. Der Trupp kommt nach da. Ich hoffe ja mal, dass. Wie viel habe ich? 24.000, 32.000 Mann reichen sollten. Um wieder so einen kleinen Feind zu vernichten. Jetzt gucken wir mal nochmal rein, schnell bevor ich den Krieg erkläre. Jaipur, Punjab und Meh. Der ist uninteressant. Jetzt noch Punjab. Wie stark ist jetzt noch Punjab? Drei Provinzen, also. Wieder uninteressant. Ruf sabotieren. Verwaltung integrieren. Das bringt jetzt auch nicht so viel. Rebellen unterstützen, Unmut schüren. Also je nach Themen kann das zwar bestimmt sinnvoll und gut sein, aber. Obwohl, in dem MP, wo ich drin bin, ist das eventuell gar nicht mal so verkehrt, sowas zu machen. Weil da spiele ich Frankreich, habe schon einen recht guten Start hingelegt und bin zwar jetzt mitten in einem Krieg, einem recht großen Krieg, weil mich alle hassen, aber ich bin trotzdem noch zuversichtlich, dass ich das gewinnen werde, das Spiel. Weil das gar nicht mal so unwahrscheinlich ist. Ich sehe hier sowieso alles gerade. Und Malawa ist im Krieg mit dem hier. Darum falle ich ihn auf jeden Fall in den Rücken. Mandu, Mandu will dich haben. Ja, natürlich. Automatisch einladen. Ab da rein.
Jan Pur verließ das Bündnis. Wieso wohl? Umgeben von meinen Verbündeten sozusagen. Die Staatsehe will ich erstmal noch nicht machen. Ja, die Stabilität, das kotzt mich an, dass ich die verliere. Das ist zu teuer, die dritte nachzukaufen. Dann marschieren wir mal ihm entgegen. Armee auswählen. Belagerungseinheit zurücklassen. Armee auswählen. Belagerungseinheit zurücklassen. Das machen wir jetzt erstmal durchgehend. Und dann stellen wir ihn hier mitten in einer Feldschlacht. Obwohl, ich kann da nicht rein, ne? Das ist doof. Na, da genau. Dahin, dann kann er jeweils die beiden Parteien verstärken. Und so kriege ich jedenfalls alles schön belagert. Die Sache ist die, ich weiß nicht, wie viel Mann ich immer brauche, um sowas zu stürmen. Effektiv. Ich habe immer Angst darum. Dass ich dann sowas von auf die Fresse bekomme. Aber warum auch? Ich warte lieber, bis ich Kanonen habe. Aber apropos Kanonen, kriege ich die nicht beim nächsten Mal? Ja. Ich krieg danach Kanonen. Schön. Kostet 870 Punkte. Müsste ich jetzt halt wieder drauf warten. Bin ich ja schon gewohnt. Oh, bessere Beziehungen. Ich könnte den eigentlich auch auf 2 setzen. Oder? Ja, kann ich machen. Ja doch, mach schon. Ich setze ihn auf 2. Ist auf jeden Fall gut. So. Geldlich sieht es ja sowieso gut aus. Ich bezahle jetzt auch ein bisschen mal mehr für Flotte. Jetzt gucke ich mal rein. Ich kriege im Moment durch Handel 9,43. Ja, Prestige will ich jetzt nicht verlieren. Komm, machen wir mal ein bisschen diplomatische Macht. Na, Prestige bin ich schon etwas weit unten. Bist du nicht eigentlich auch mein Feind, Malava? Malava, ja, ist mein Feind. Und deswegen werde ich ihn auf jeden Fall gleich vernichten. Er hat 8000 Mann. Oh, die Kultur war nicht überall geändert. Ach so, hier oben. Ja. Ist ja kein Problem. Ach so, warum? Wieso kann hier Nationalismus sein, wenn... Achso, wegen den Kernprovinzen wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, ne? Ja, was denn für Nationalismus? Osari oder Akan? Wie kann ich denen das wieder wegmachen? Oder eine Revolte befreien. Ich glaube, das kann man nicht mehr entfernen. Wenn ihr es wisst, dann schreibt es mir in die Kommentare, wenn ich nicht sowieso das Spiel jetzt erstmal eine ganze Weile durchrocke. Weil ich irgendwie auch ziemlich einen Spaß dran habe, hier ein groß indisches Reich aufzubauen, um später in Europa eventuell das Gegenteil zu tun. Sie wollen ja normalerweise bei uns kolonisieren, aber vielleicht könnte ich auch da kolonisieren mit einer Armee von Scheiße. Aber vielleicht funktioniert es ja. Weil ich glaube, hier mit Stufe 7 bin ich noch nicht mal so weit hinterher. Also es geht noch. Oh, wir haben... Oh. Oh. Okay. Moskowie, Polen. Mhm.
das Byzantinische Reich dehnt sich weiter aus. Und dann gucken wir mal rein, sie sind Stufe 9. Ich bin gleich Stufe 7. 9, 9, 9, 7. Aber guck mal, ich werde zum Beispiel dann gleich genauso stark wie Litauen. Und, 9. Oh, der Irak hat sich gegründet. Was bedeutet, dass die auf jeden Fall nicht bei mir kämpfen können. Also eventuell könnte ich da noch halt eine vernünftige Gegenwehr leisten. Je nachdem. Aber das gucken wir mal später nach. So. Ich bin jetzt hier noch am Fighten. Jetzt gucken wir mal rein. Armee auswählen. Belagernde Einheiten stehen lassen. Ab da hinterher. Und dann gucken wir mal, wir verbinden diese Einheiten. Zusammenfassende belagernde Armee zurücklassen. Oh, der hat mich umlaufen, diese dumme Sau. Aber... Ah, super, der hat jetzt 2000 Mann von mir hingerichtet. Diese dumme Drecksau. Dann bauen wir mal ein bisschen was nach, auch ein bisschen Kavallerie, da die halt einen Boni bringt. So. Ihr könnt eine Belagerungsarmee abspalten und dann hinterher. Gehen wir die Armeen jetzt mal verfolgen. Schön, jetzt haben wir die aufgerieben. Warum verfolgst du? Ach, das ist die Spielgeschwindigkeit leider so. Dann habe ich gleich je den Dings da erobert. Wer ist noch im Krieg? Mitwa und Punjab. Mitwa komme ich nicht dran. Punjab komme ich auch nicht dran. Und das bedeutet, die sind für den Arsch. Kriege ich was dafür? Mal gucken. Produktionseffizienz um 10% erhöht. Kann Rebellen unterstützen. Ich will keine Rebellen unterstützen. Also, okay, beim Feind wahrscheinlich. Okay, die Produktion wird um 10% verbessert. Der nächste schaltet mir eine Idee frei. Aber sonst sind die Ideen da oben gar nicht mal so wichtig. So, jetzt gucken wir mal rein. Nein. Genau. Ta-da-da-da! Ich habe da eben auch schon 9 bekommen, oder nicht? Müsste doch gleich mehr sein. Dann müsste ich doch gleich richtig Kohle abkassieren. Warten wir es mal ab, bis das nächste Mal Geld aufploppt. Leck. Meine Fresse, kann dieses Spiel laggen, wenn man es ein bisschen schneller macht. Aber beziehungsweise die Befehle wohl, das ist es halt, ne? Laggen. Was machen wir jetzt noch? Bauen wir Gebäude? Ne, wir gucken jetzt erstmal rein. Wie viel Geld kriegen wir jetzt mehr? Okay. Da wollten wohl jemand rebellieren, hat es nicht hinbekommen. Aber irgendwie kriege ich nicht mehr Geld. Also das Geld, oder nee, stand da eben nicht 32, oder? Boah, das muss ich jetzt... Was stand denn da eben? Ich weiß es nicht mehr. Verdammt, ich hätte nochmal vorher genau nachgucken sollen. Apropos, eigentlich, wenn ich die Dinger hier wieder einnehme... Das gehört dazu. Also nach links oben, bis auf der da, lohnt sich eigentlich für den Handel nicht mehr. Nur hier diese Provinz. Die zwei lohnt... Ach wohl, hier, die lohnt sich für hier, damit ich da ein bisschen mehr schieben kann. Naja. Also Mandu ist auf jeden Fall wichtig für mich, um meinen Handel zu steigern. Oder mein Handelseinkommen. Weil ich hier fast... Oh, beziehungsweise ich gewinne hier 88% raus.
Und Sint ist noch drin und Malava. Da kriege ich diese 4% von Malava, wenn ich ihn vernichte. Soldaten mehr, ja, pff. Gut. Ah, aber eventuell... Ich weiß nicht, ob ich das bekommen kann oder er. Von mir aus kann er das auch bekommen, die drei Provinzen. Die reichen mir. Denn ein starker Basal ist auch für mich gut. Und hinzu kommt natürlich noch, dass ich die später sowieso bekomme, wenn ich ihn annektiere. Was dann sowieso für mich egal ist. So, jetzt gucken wir mal hier. Er fühlt sich nur noch bedroht von uns. Eine Staatsehe Vasall würde er nicht mehr akzeptieren. Warum nicht? Ah, gucken wir mal später an. So. Er ist besetzt von uns. Wir können die volle Annektierung fordern. Nö, ich mach volle Annektierung. Buklerhand wird Teil von Buklerhand. Ja. Machen wir doch einfach. Kann ich noch was fordern? Nö, ne? Durch diesen Frieden erhält Buklerhand eine aggressive Expansion von... Ich glaube, das war auf mich bezogen, nicht Buklerhand. Oder? Haben sie auch eine aggressive Expansion? Nö, ne? Gut. Buhuhu, Jan Pur, bitte greif mich nicht an. Das ist so wichtig für mich. Ah, konvertieren. Okay, wir machen jetzt erstmal über Kernprovinzen draus. Hier, Soni, das müssen wir machen. Ein Stabilität verlieren oder Gold verlieren? Skandal am Hofe. Also die Stabilität zu verlieren kostet mich mehr als das Geld, wenn ich einen Kredit aufnehmen muss. Dann mache ich das lieber so, dass ich einen Kredit aufnehmen muss. Kostet mich natürlich Inflation, aber... Das ist mir egal. Die Bengalen haben wir jetzt auf 100% erhöht. Und es geht nicht weiter. Bündnis anbieten. Integriert Mandu, Staatsehe mit... können wir auf jeden Fall machen. Da ich ihn ja jetzt als Vasall mir holen werde. Aber Moment, da fällt mir jetzt gerade was ein. Genau. Das ist ja gerade, was der Käse hier ist. Das kostet mich wieder diplomatische Macht. Gut, dann verliere ich eh die Stabilität, dann ist es eher als am Arsch. Dann löse ich das Bündnis mit Nepal auf und gehe nach da. Bengalen. Genau in dem Moment, wo ich das Bündnis auflesen will, meinst du wirklich, dass ich dir zu Hilfe komme? Oh, okay. Also, dass ich da helfe, liegt erstens nur daran, weil ich kein Prestige verlieren will. Und andererseits, hier Multan,
schon ein interessantes Ziel. Bome war auch schon einmarschiert. Nepal. Nepal, Nepal. Ja. Nepal ist Nepal. So, ab nach da. Ihr könnt da schön weiter fleißig durchbelagern. Euch gebe ich dann da Provinzen, wenn ihr wollt. Oder er, ich weiß es nicht. Muss mal schauen. Verringert die... Naja. Mehr Prestige. Jaipur, das ist jetzt gerade so... nicht so wichtig, da ich gerade mal genau das hier verändern muss. Eigentlich. Wir haben jetzt einen Missionar eingestellt, ne? Der kostet mich 0, hm? Da steht doch ein höherer Wert. Ist egal. So. Funktioniert das überhaupt? Der Suni gleicht den Basiswert aus. Nicht akzeptierte Kultur, das sind 6, 8. Ja, der Wert liegt drüber. Darum funktioniert das wahrscheinlich auch gar nicht so. Wieso willst du nicht zum Basal werden? Wieso? Nein, nein. Das will ich nicht. Und wartet mal kurz einen Moment, Leute. Ich bin gleich für euch wieder da. So, ich bin wieder da. Jedoch, da die letzte Folge eine Überlänge hatte, mache ich jetzt hieraus eine kürzere Folge. Was daraus entsteht, dass ich jetzt frühstücken gehe. Ich muss auch mal was essen, wenn es mir von euch gestattet ist. Wenn nicht, gehe ich trotzdem frühstücken. Ich hoffe, es hat euch jedenfalls diese Runde gefallen und bis zum nächsten Mal, Leute. Auf Wiedersehen. Ciao.